starb im Alter von 67 Jahren am 10. April diesen Jahres. Er starb in der Kleiderkammer der Notunterkunft, zwei Tage nachdem sie aus ihrer Wohnung geräumt wurde. Wir sind dankbar für die geteilte Zeit mit ihr. Wir sind traurig über den Verlust. Wir sind wütend darüber, warum so. Wir haben diesen Ort ausgesucht, weil wir wussten, dass Rosemarie die Grabstätte, in deren Nähe sie beigesetzt wird, gut kannte und öfters aufgesucht hat. Wir möchten, dass sie auffindbar ist, dass die im Leben unbehaust war, dass sie einen Ort hat, wo sie gefunden und beim Namen kannte. Wir hören heute auch Texte, die Rosemarie selber auch ausgesucht hat. Verse aus dem 140. Psalm. Rette mich, Herr, vor bösen Menschen. Bewahre mich vor Gewalttätigen, die Böses im Herzen ersinnen, die alle Zeit Krieg anzetteln. Sie schärfen ihre Zungen wie eine Schlange, Fieberngift ist auf ihren Lippen. Behüte mich, Herr, vor den Händen des Frevlers. Bewahre mich vor den Gewalttätigen, die darauf sinnen, mich zu Fall zu bringen. Hochmütige haben ihr Heil in Schatten gelegt und Stricke in mein Netz gespannt, den Weg entlang mit Fallen gestellt. Ich spreche zum Herrn, du bist mein Gott, vernimm, Herr, den Ruf meines Flehens. Herr, mein Herr, du Wort meiner Hilfe, du beschirmst mein Haus und der Herr gibt dem Drängen der Frevler nicht nach. Lass ihren Plan nicht gelingen. Überzeugung, ganzes Leben lang, sich immer politisch und sozial mit voller Zivilcourage engagiert. In der DDR hat sie hier Verfolgung und Haft angebracht. In der BRD hat es ihr den Versuch betreuungsrechtlich hier in Mündigung schließlich den Entzug des Lebensnotwendigen angebracht. Sie hat uns auch daran erinnert, dass solche Zeiten schon früher einmal da waren, wo auch Menschen ihre Wohnungen verloren haben, daraus getrieben wurden, Familien auseinandergerissen wurden, Menschen regelrecht eingelagert wurden und dass es auch damals Leute gab, die sich dem entgegengestellt haben. Und das auch jetzt wieder unsere menschliche Eigenverantwortung verlangt,
dass sie uns auch wieder dagegen stellen. Rosemarie war Teil des Bündnisses Zwangsräumung verhindern. Anfang Februar stand sie am Rand einer Demo des Bündnisses und bat um Unterstützung, um ihre Zwangsräumung zu verhindern. Als der erste Räumungsversuch Ende Februar kurzfristig ausgesetzt wurde, die Gerichtsvollzieherin war bereits vor Ort, freute sich Rosemarie sehr, besonders auch über die 200 Menschen, die vor ihrer Wohnung gegen die Räumung protestierten. Sie erfuhr aber nicht nur Unterstützung, sondern war bei den regelmäßigen Treffen des Bündnisses mit dabei und Beteiligte sorgten sich trotz ihres Gesundheitszustands an Protesten gegen andere Räumungen. Ich erinnere mich dabei besonders an eine Szene bei der Räumung in der Reuterstraße in Neukölln Anfang April. Rosemarie hatte sich ins Treppenhaus gesetzt, um dort den Zugang zu blockieren. Hin und wieder kam sie an die Eingangstür und fragte nach dem Stand der Dinge, ob denn Gerichtsvollzieherin und Polizei schon da wären. Als dann die Menschen, die vor dem Haus saßen, meinten, ist noch nichts passiert, deutete Rosemarie auf ihre Krücken und meinte, na, die sollen erst mal versuchen, an mir vorbeizukommen. Wir sind traurig, dass wir einen Menschen aus unserem Kreis verloren haben. Thank you.